Die Schule im Jahr 2030 wird wunderschön werden. Bücher sind nett anzuschauen, es gibt ja auch noch Schallplatten, aber die Tablets beherrschen es. Es wird alles digital. Vor allem sind die Tablets aber viel interaktiver, als wir denken. Und sie sind frei. Freie Medien. So ein Tablet, das versucht, jemand Englisch beizubringen, kann natürlich Spielfilme zeigen, kurze Clips zeigen, Musik abspielen. Das hilft beim Sprachenlernen, wenn man was hört. Zum Sprachenlernen gehört aber auch Sprechen. Ein Tablet kann auch Vokabeln abfragen, die korrigieren, Listen machen, welche Vokabeln kannst, welche nicht und vor allem auch Grammatik abfragen. Das ist alles heute kein Problem. Es kann zuhören, ob jemand den Text auch wirklich gelesen hat. Im Jahr 2030 sind wir auch so weit, dass sich das Tablet mit dem Schüler über Texte unterhalten kann, zumindest wenn die Texte einfach sind. Es sind einfache Gespräche über künstliche Intelligenz möglich. Wer mit dem Tablet in englischer Sprache spricht, muss natürlich die ganzen Dateien zu Alexa, Siri oder Google schicken. Das war lange Zeit ein Problem, aber es gab dann im Jahr 2020 die große Lösung. Die Politiker der Europäischen Union haben beschlossen, eine Spracherkennung in Europa zu betreiben. Alle helfen zusammen, das Ganze ist öffentlich. Damit haben wir kein Datenschutzproblem mehr, wenn Grundschulkinder Englisch lernen auf dem Tablet. Mathematik macht man auch auf diesen Geräten. Mit dem aktiven Stift wird gerechnet. Wer auf Lösen klickt, bekommt nicht nur die Angabe, das Feedback, ob unten die Zahl stimmt, sondern es wird auch nach den Fehlern gesucht. Jedes falsche Minus wird markiert. Wer keine Ahnung hat, kann sich ein Lernvideo zeigen lassen. Wer ungefähr weiß, wie es geht, aber nicht draufkommt, lässt sich einen Hinweis zeigen. Statistik ist wichtig. Wie viele Aufgaben habe ich heute schon in welcher Zeit gerechnet? Die Statistik kann ich auch dem Lehrer oder den Eltern weiterschicken. Wichtig ist eben, dass das Tablet die nächste Aufgabe vorschlägt. Genau passend. Entweder eine Wiederholung, wenn ich nichts kann, oder eine leicht schwere Aufgabe oder richtig schwere Aufgabe, bevor es langweilig wird. Das konnten die Papierbücher im Jahr 2018 alle noch nicht. 80% der Prüfungen, die uns immer so ärgern, werden abgeschafft. Nicht notwendig. Wer im Tablet arbeitet, bei dem weiß ja das Tablet, wer kann quadratische Gleichungen lösen, wer kann geometrische Konstruktionen machen. Das ist wie beim Computerspiel. Man geht Level für Level nach oben. Prüfungen durch Lehrer braucht man wirklich nur für kreative Dinge, Referate, Gruppendiskussionen und sowas. Der Lehrer sieht sofort, welcher Schüler kann was in Echtzeit und kann ganz gezielt eingreifen, wenn einer größere Probleme hat. Mit diesem Feedback kann er auch seinen Unterricht viel besser optimieren. Die Pulsuhren gibt es ja schon lange. Ich sehe, wenn ich jogge, wo mein Puls ist. Und das Handy zeigt mir auch, an welchen Tagen war ich fleißig und wann war ich faul. Das wird es 2030 auch für Schüler geben. Wie lang habe ich am Montag mit englischen Vokabeln verbracht? Wie viele Minuten habe ich gelernt? An welchem Tag war ich gut und schlecht? Und vor allem, welche Vokabeln konkret kann ich, welche kann ich nicht, welche kann ich so halb? Dieses Feedback ist vor allem, das sind die Eltern dankbar, die Eltern, die nicht so viel Zeit haben, die erst abends von der Arbeit kommen. Wenn man die ganzen Lerndaten eingibt und vergleicht mit den Lerndaten der Schüler, dann hat man sehr viel. Nicht nur, was kann ich nicht, sondern auch, wie lange habe ich gebraucht, um das zu lernen. Was motiviert mich, was macht mir Spaß? Könnte ich vielleicht an einer Stelle ein bisschen mehr machen oder soll ich den Stress rausnehmen? Belastet das alles zu viel? Diese Daten sind sehr interessant, aber auch heikel, weil da kommt ja auch raus, ob ich dumm bin oder irgendwo nicht ganz so intelligent. Es kann ein tolles Prognoseinstrument sein, was soll ich studieren? Aber weil sie so heikel sind, soll sie doch der Beratungslehrer oder Schulpsychologe vermitteln. Genau, die Daten sind wertvoll, aber gehören auf Server, die wirklich sicher sind. Also eher staatliche Server nach Brüssel, nicht zu irgendwelchen privaten Unternehmen, schon gar nicht ins Ausland. Es wird auch 2030 Menschen geben, die es nicht für nötig halten, mit Tablets zu arbeiten. Also Mütter mit Teilzeitvertrag und Hochschulabschluss haben genug Zeit, ihrem Kind alles selber beizubringen. Aber es gibt eben auch Kinder ohne diesen Background. Und für die ist das natürlich ein Riesengewinn. Ohne Background bedeutet ja nicht ohne Medien, aber die Medien bieten jede Menge Ablenkung. Und deswegen ist so ein kleines Kontrollinstrument zum Vokabellernen wirklich wertvoll. Bücher gibt es alle 10 Jahre. Ja, und dann kommt wieder ein Update. So, Digitalbücher werden mindestens jährlich geupdatet. Wenn es um Politik geht, dann vielleicht sogar monatlich oder wöchentlich. Wer macht die Bücher? Natürlich Autoren. Und die sollen ein Buch liefern, das ein Digitalding, das möglichst nichts kostet. Bildung sollte frei und für jedermann immer zugänglich sein. Deswegen müssen die mit Steuergeldern bezahlt werden, dieses Team. Und dann kann aber jeder die dabei unterstützen. Also Lehrer, Schüler,
Alle können die mit Arbeitsblättern, mit Ideen auf Fehler hinweisen und dann wird das Buch immer besser. Web 2.0 bedeutet ja, dass man nicht nur konsumiert, sondern mitgestaltet. Dieser Begriff kommt aus dem Jahr 2005. In der Bildung brauchen wir ein bisschen länger, aber im Jahr 2030 sind wir dann soweit. Da schaffen wir das auch. In Brüssel gibt es jetzt so einen App Store. Alle Bücher sind da drin. Ja, es ist virengeprüft und es gibt zu wirklich jedem Fach ein kostenloses Buch. Die Verlage kriegen aber auch noch eine Chance. Die dürfen die Texterkennung und sowas mitnutzen und es gibt für jeden Schüler ein Budget, dass er auch ein paar kostenpflichtige Bücher sich kaufen kann. Wir wollen das nicht so wie beim Brockhaus, dass die völlig untergehen, konkurrenzbelebtes Geschäft. Aber wer will, kann es für 0 Euro auch alles wissen erwerben. Wenn wir jetzt in München ein Mathebuch schreiben, für 0 Euro natürlich, dann kann es jeder kopieren. Die Berliner können es nehmen, anpassen, verändern, alles was mit Allianz Arena Bayern München zu tun hat, rausschmeißen. Es wird die Spielregel geben, dass alles, was hier so passiert, in Brüssel in alle Sprachen der Europäischen Union übersetzt wird. Dieses Mathebuch wird dann also in Portugiesisch, Spanisch, Englisch, Französisch übersetzt. Wenn alle, die können es natürlich wieder verändern, diese Bücher, oder das Original anschauen. Und wenn es in diesen Sprachen vorliegt, dann gibt es natürlich Brasilien, Chile, Bolivien, Indien, Kenia und so weiter. Alle Menschen dieser Erde kriegen kostenlos sehr gute Bücher. Das heißt, im Jahr 2030, wenn wir von Bildungsgerechtigkeit reden, dann ist es dann keine Phrase mehr. Also jedes Kind auf der Welt hat Zugriff auf sehr gute Lerninhalte. Es wird sich schon eine Stiftung finden, die es noch auf Swahili übersetzt. Die Geräte, Smartphones, gebraucht werden immer günstiger. Die wenigen, die es gar nicht leisten können, kriegen es von der Bill Gates Stiftung bezahlt. Und jeder Dorfschullehrer im Altiplano hat Zugriff auf tollste Vorbereitungsmaterialien. Wir werden lernen, dass Kinder gerne spielen und beim Spielen viel lernen. Ja, sie spielen oft zu viel, aber mit viel Geduld und großem Erfolg. Und das müssen wir in der Schule mit einsetzen. Wir brauchen gute Lernspiele, die Spaß machen. Dafür braucht es Ideen. Die sind nicht so einfach zu finden. Deswegen gibt es 2030 einen Wettbewerb. Wer diesen Wettbewerb gewinnt, bekommt einen Haufen Geld, um sein Lernspiel umzusetzen. Das Spiel ist dann aber frei, Open Source, kann weltweit verändert, angepasst, übersetzt werden. Damit alle Kinder dieser Erde die Chance haben, über schöne Lernspiele weiterzukommen. Im normalen Unterricht gucken nicht immer alle ins Tablet rein. Manche wollen mit dem Lehrer arbeiten, manche machen Gruppendinge und einer will mal kurz alleine sein. Das ist alles parallel. Der Lehrer ist völlig entspannt, weil der kann in sein Tablet reingucken und sieht, wer macht was. Wer hat am Ende der Stunde wie viele Lernpunkte geschafft. Genau. E-Learning hat im Moment einen schlechten Ruf. Am Arbeitsamt gibt es so Moduldinger, das geht von einem zum anderen 8 Stunden reingucken. Wir brauchen gute interaktive Inhalte und die müssen angereichert sein durch echte Gruppenarbeiten im Freien. So ein Tablet weiß ja, wann die Sonne scheint und dann schickt sie die Kinder raus. Nur so ist es machbar, längere Zeit. Man kann die wirklich nutzen, um rauszugehen. Man hat da nicht immer nur so ein Bildschirm vor der Nase. Es ist eine schöne Motivation, um Kunst, Musik, Architektur kennenzulernen. Im Moment, Papierbuch heißt, alle lernen immer das Gleiche zur gleichen Zeit. Mit dem Tablet können wir verschiedene Schwierigkeitsgrade machen zum gleichen Thema. Das heißt, in der Mathestunde macht einer ein bisschen komplexere Aufgaben, der andere die leichten. Es könnte aber noch freier sein. Vielleicht lernt einer voraus. Anderes Thema oder einer wiederholt was. Diese Freiheit kann man weitertreiben. Während der Mathestunde macht einer, der schon fertig ist, vielleicht Englisch. Ja, kann ja alleine so ein paar Vokabeln üben. Die Freiheit ist vielleicht sogar denkbar, dass jemand den Raum verlässt. Geht zum anderen Lehrer, der bietet irgendwo Japanisch an. Das heißt, mit diesen Geräten ist es denkbar, dass wir Freiarbeitsphasen schaffen, in denen Lehrer Sprechstunden anbieten und die Kinder sehr frei sind, mit ihren Interessen nachzugehen. Und dennoch weiß man von jedem Schüler am Ende des Tages, ob er auch ein paar Lernpunkte in Mathe, Deutsch, Englisch geschafft hat oder ob er wirklich Japanisch gelernt hat. Und damit lässt sich das auch in großen Schulen handeln. Also das, was jetzt nur für wenige Privatschüler machbar ist, könnte für alle Schüler Europas ein Weg sein. Zumindest zeitweise. Der Datenschutz wollte es alles überhaupt nicht haben. In Schulen Google geht nicht, alles nach Amerika. Man hat überlegt, ob man mit Google vielleicht einen Vertrag macht, also Server nach Europa stellen, deutschen Datenschutz oder europäischen Datenschutz. Aber es haben sich dann doch 2020 die durchgesetzt haben, die sagen, wir machen es mit Mozilla, wir machen alles selber. Wir machen uns ein schönes Linux. Die Idee, Geld, Steuergelder, Beamten zu geben, um Linux zu programmieren, ist schwierig, hat nicht funktioniert. Aber man hat sich besonnen, alle europäischen Staaten zahlen zusammen, machen eine große Linux-Stiftung einen Haufen Geld rein, bekommt, wenn man davon Arbeitsgruppen bezahlt, aber ein System und man ist dann wirklich unabhängig von irgendwelchen anderen Ländern.
Die Schüler arbeiten alle im Dual Boot im Jahr 2030, vormittags mit dem europäischen Linux, frei von Viren, ganz sauber. Nachmittag können sie dann auf dem gleichen Gerät Apple, Android oder Windows booten. Das kostet natürlich ein bisschen was freies Software für Spracherkennung, Texterkennung, mathematische Formelerkennung, digitale Bücher und so weiter, aber es hat sich gelohnt. Die Schule im Jahr 2030 ist digital viel gerechter und vor allem nicht mehr so langweilig.